Hey meine lieben Freunde und Knechens, was geht? Willkommen zurück zu Zombie U. Wir sind hier im Safehouse und waren beim letzten Mal dabei, alle Briefe von John Dee einzusammeln und die haben wir. Die haben wir, meine lieben Freunde und Knechens. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg. Zum Buckingham Palace. Und dann wird da erstmal knackig Action gemacht, würde ich sagen. Ja. So. Ich frage mich gerade nur, wie sieht das hier munitionsmäßig aus? Kann man das so stehen lassen? Ich würde sagen, ich packe mal die Karabiner-Munition weg. Habe ich denn noch so ein bisschen Schrotgewehr-Muni am Start? Ja, habe ich. Packe ich direkt mal in den Rucksack. Das Ding ist, wir haben kaum noch Platz für Sachen und so. Ich würde auch mal sagen, eine Mine reicht. Ich nutze auch sowieso kaum die Minen, weil die sowieso sehr behindert sind in diesem Spiel. Aber komm, ich würde sagen, damit kommen wir auf jeden Fall klar mit zwei großen Medikits, eine mittlere Medikit. Ich würde sogar sagen, eins packen wir sogar weg. Obwohl, ach komm, lassen wir lieber auf Reserve. Es kann viel passieren. Ich weiß ja nicht, wie es im Buckingham Palace jetzt ausschaut, aber beim letzten Mal war es noch ziemlich ruhig und ich würde sagen, Keller des Palasts, ab dafür. Wir gehen ja jetzt mal hin. Und ja, was ist jetzt unsere Aufgabe? Wir müssen jetzt dem Dr. Knight, dem Leibarzt der Queen, erstmal diese ganzen Briefe von John Dee übergeben. Und der wird dann anscheinend, ja, so ein Gegenmittel zaubern. Ich weiß nicht. Wir müssen mal schauen, was er damit anstellt. Schauen wir mal. Hallo. Okay. Jetzt, da wir das henochische Alphabet drauf haben, wir haben es nämlich auswendig gelernt, wir sind richtig cool jetzt, würde ich auch mal sagen, achso, wir sind direkt hier, ja okay, dann hat sich mein Plan jetzt erstmal auf Eis gelegt, kommen wir später darauf zu sprechen, jetzt erstmal die 7 Briefe. So, dann legen wir die mal rein. Viel Spaß. Boah, der hört sich ja ziemlich krank an. Sie sind es. Alle 7 Briefe von Dee. Mit dem Panacee-Schlüssel. Wie soll ich Ihnen danken? Jetzt kann ich mit der Arbeit an der Panacee beginnen. Nun geht es sicher ruckzuck. Tausend Dank. Der redet gar nicht mehr. Habt ihr es gesehen? Ich glaube, der ist behindert. Ich glaube, diese Krankheit, die er hat, die sorgt nicht nur dafür, dass er schwarze Adern und so bekommt, sondern dass er auch so behinderte Spackungen macht und redet, wenn er gar nicht redet. Macht das Sinn? Ich glaube schon. Moment mal, ich will mal eines erforschen. Wieso kann ich damit nicht snipern? Ich verstehe das nicht. Das ist gerade ein bisschen behindert, ich verstehe es nicht. Es sollte mir eigentlich möglich sein, mit der zu snipern. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte schauen, wie ich damit snipern kann. Ihr seht doch, das Ding hat doch ein Zielfernrohr, ich sehe das doch. Zielfernrohr mal 4. Wie mache ich das denn? Ganz komisch. Ach so war das, genau. Ich muss das Gamepad hochhalten. Okay, stimmt. Wie behindert. Okay, dann habe ich es raus. Jetzt weiß ich endlich, wie ich dieses scheiß Ding benutze, Mann. Okay, dafür haben wir zwar eine Muni verschwendet, aber komm. Jetzt wissen wir es ja. So, müssen wir jetzt hier warten, bis du irgendwas machst, oder wie sieht's aus? Was ist unsere Aufgabe jetzt? Kehre zum Safehouse zurück. Okay. Da tun wir das. Alles klar. Ich meine, warum und wieso? Aber wir machen es erstmal. Wahrscheinlich müssen wir erstmal mit dem Prepper reden und dann so, hey, du bist voll das Arschloch, ich hasse dich. Und dann gehen wir wieder zurück hier hin und dann ist alles im Arsch. Ich sehe es doch kommen. Ich meine, es muss irgendwas mit dem Safehouse zu tun haben. Ich glaube, der Prepper, der denkt sich also, ey, was soll das denn, du Arsch?
Junge! Ey! Ne, irgendwie so. Dass er irgendwie Hass schiebt oder Auge macht oder so. Mal schauen. So, dann sag mal an. Ich find's übrigens richtig behindert. Mann, hab ich mir schon Sorgen gemacht. Was zum Teufel hast du da drin so lange getrieben? Was? Ich war 5 Minuten weg. Oh, oh, Gott sei Dank. Ich habe gute Neuigkeiten. Die Panacee. Sie ist fast fertig. Die schlechte ist, es ist ein Impfstoff. Kein Heilmittel. Sie müssen schnell kommen. Ich warte am Eingang zu den königlichen Gemächern. Ich habe dort Zugang. Der Palast? Ein Arzt? Darum bist du zurück? Aber du sitzt hinter meinem Rücken mit einem Kittelträger. Wie kannst du nur? Hab ich dich nicht vor den Wissenschaftlern gewarnt? Die sind doch für alles verantwortlich. Experimentieren mit Viren und spielen Gott. In der Petrischale des Lebens. Und was hat dir der Quacksalber verkauft? Aspirin? Es gibt kein Mittel, keine Panacee. Hast du wirklich gedacht, er könnte dir was zusammenpanschen? Und das Safehouse lässt du ungeschützt? Du enttäuschst mich. Ich dachte, wir wären Partner. Prepper out. War irgendwie klar, dass er jetzt Hass schiebt. Und wir waren 5 Minuten weg und er macht voll Hass. Okay. Was nun? Ja, unsere Aufgabe ist es jetzt. Triff den Arzt in den königlichen Gemächern. Scheiß auf den Prepper. Wir holen uns den Impfstoff und dann sind wir Kings. Und schon wieder eine 30-sekündige Sequenz, die einfach allen auf den Sack geht. Ich weiß. Es ist so klar, ich weiß. Es nervt euch, aber was soll ich machen? Ich kann's quasi nur so überlabern. Okay. Gut. Er wartet am Eingang der königlichen Gemächer. Warum zum Teufel wartet er nicht da, wo wir eben waren? Quasi. Also quasi genau in diesem Raum. Warum nicht? Oder was? Ja, in den königlichen Gemächern. Was auch immer der da zu suchen hat. Ich verstehe es nicht. Ist das echt so dunkel oder... Ja, das ist wahrscheinlich hier dieses... Okay. Ach du Scheiße, seht ihr das? Die Tür ist auf. Der Arzt ist nicht mehr hier. Der ist nicht mehr hier. Komme ich hier auch rein? Nein, hier komme ich nicht rein. Okay. Wer ist das? Ist das die... Das ist niemals die Queen. Das wird niemals die Queen sein. Ich habe ja am Anfang mal erzählt, dass es die Queen ist, aber das ist sie gar nicht. Okay, die tanzen da fröhlich rum. Sollen sie ruhig. Tag 3. Und die Lage verschlechtert sich stündlich. Teile der Omega-Gruppe hoffen noch auf Rettung, aber wären sie nicht längst gekommen. Ich fürchte, wir sitzen hier in der Falle. Und die Zahl der Infizierten steigt. Tag 4. Ich bestand darauf, die Familie in den Sicherheitsbereich des Labors zu evakuieren, da immer mehr Wachen infiziert sind. Zum Glück bin ich sehr an der alchemistischen Panacee interessiert. Heute werde ich meine Arbeit fortsetzen und vielleicht neue Hoffnung schöpfen. Tag 5. Die Arbeit schreitet voran, wenn auch langsam. Wenn ich nur in die Palastbibliothek käme oder Freunde mit wichtigen Manuskripten anrufen könnte. Aber so. Die Versuche beginnen heute Nachmittag. Tag 5, Nachtrag. Noch keine Panacee, aber die Versuche haben ein wirksames virizides Gift ergeben. Ich werde heute Spritzen bereitstellen und die Wachen ermuntern, sie so weit wie möglich zu verteilen. Tag 6. Die Versuche mit der Panacee verlaufen nicht gut. Keiner der Soldaten, die wir impfen konnten, zeigt Anzeichen von Besserung. Aber die Infektion verändert sich. In welche Richtung vermag ich allerdings nicht zu sagen. Tag 7. Eine Katastrophe. Wir sind alle infiziert. Nur die letzte Versuchsreihe bewahrt mich und die Familie noch vor dem Ende. Aber ich werde meine Pflicht erfüllen. Ich
Ich muss siegen. Für Königin und Vaterland. Bei meinen Untersuchungen der Infektion habe ich einige neue Überträger und Erreger entdeckt. Wirklich bemerkenswert. Ob es noch ein Journal gibt, in dem ich sie veröffentlichen kann, schätze nicht. Endlich. Ich habe alles beisammen für die Enderprobung der Panazee. Die Wissenschaft wird siegen, da bin ich sicher. Der Zustand der Familie verschlechtert sich. Selbst die Wissenschaft kann sie nicht retten. Oder mich. Auch bei mir kein Zeichen der Besserung. Endlich. Die Panazee ist bereit, aber es ist ein Impfstoff, kein Heilmittel. Aber die Welt braucht es. Ich habe die Rezeptur in den Server der königlichen Gemächer hochgeladen. Ich muss jetzt nach oben. Hilfe rufen. Und ich weiß nicht, ob ich zurückkehre. Alter, der hustet sich ja einen Ast ab. Was geht bei dem? Und warum glänzt das wieder so scheiße? Da ist doch nichts drin. Scheiße, das glänzt immer so. Hör auf zu glänzen. Bist nicht schön. Oder bist du etwa ein Vampir? Okay, fassen wir zusammen. Hier gehe ich nicht lang, oder? Soll ich da lang gehen? Oder soll ich hier lang gehen? Ist es nicht eigentlich egal, wo ich lang gehe? Ich sterbe doch sowieso! Ah, jetzt bin ich hier. Okay. Da ging es lang, ne? Zu den königlichen Gemächern. Ich schätze mal, dass der Aufzug da gemeint ist und... Nee. Das hier ist gemeint. Das ist gemeint. Okay. Wie komme ich da rein? Ach, schon mal da. Zahlen. Es gibt hier wieder Zahlenkombinationen, die uns weiterführen. Die letzte Ziffer ist eine 0. Wir müssen wahrscheinlich an allen Gemälden suchen. Oder? Oh, die Musik ist aber auch so schräg, ne? Alter. Die 0 haben wir, nur... Wo sind die weiteren Zahlen? Da ist eine 3. Okay. 3-0 sind die letzten Ziffern. Vielleicht ist im Hauptraum ja noch was. Schauen wir mal im Hauptraum nach. Und da ist was. Eine 1. Okay. Was steht da? Also 1, 3, 0 sind die letzten Ziffern und ja, die erste Ziffer muss sich auch hier irgendwo befinden, glaube ich. Oder? Ist auch eigentlich egal. Wir können eigentlich wieder raten, weil wir haben 3 Ziffern, wir haben 9 Versuche, damit es klappt und ich würde sagen, das machen wir auch. Ich glaube, das war nochmal 1, 3, 0 war das, glaube ich. So müsste es, glaube ich, gewesen sein. 1, 3, 0. Okay, los geht's. Sicherheitsfreigabe erforderlich. Was denn? Lass mich rein. Retina-Scanner. Was? Retina-Scanner benutzen? Muss ich es doch vielleicht hacken? Nö. Oder muss ich echt alle Codes finden? Sag mir, dass hier verfickt nochmal ein Code ist. Nee, da ist eine scheiß Tür. Ach komm, jetzt sag mir nicht, dass es hier am letzten scheiß Code scheitert. Gib mir doch verdammt nochmal die letzte Zahl. Ich habe schon so eine Ahnung, wo die sein könnte, weil wir waren da auch schon mal und da war ja auch so ein Code. Vielleicht ja hier.
War das nicht hier? Mach Licht an. Dankeschön. Ich gehe mal hier runter. Vielleicht ist das ja der Schlüssel. Wow, was war das denn? Habt ihr das gehört? Ist vielleicht irgendwas Neues aufgetaucht? Nee, ne? Hier ist nichts. Okay. Auch keine Zahlenkombination, gar nichts. Nö. Hm. 7. Okay. Die 7 scheint hier das erste... der erste Code zu sein. Es sei denn... Moment mal. Das ist wieder so ein... henochisches Scheißding. Aber ich schätze mal, dass das gemeint ist, weil... hier komme ich sowieso nicht rein. Oder? 7130. Doch, hier geht's auch rein. Okay. Okay. Eine Kapazitätsaufwertung. Nutzen wir doch. Okay, da war der Code anscheinend hierfür, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Aber ist hier nichts als eine Aufwertung drin? Ich schätze mal nicht. Okay, schade. Wäre aber auch zu schön gewesen, wenn hier mehr drin gewesen wäre. Ehrlich gesagt. Okay, komm, hoch gehen wir. Auf geht's, meine Freunde und Kinderchens. Ich weiß aber ganz genau, dass wir durch diese eine Tür mussten. Aber für die braucht man nur mal so ein, ja, so eine Freigabe. Die haben wir nicht. Wie sollen wir jetzt bitte schon an diese scheiß Freigabe kommen? Ach nee, ach, wir müssen jetzt doch hier runter. Eben wurde mir gesagt, wir sollen dahin. Wie behindert. Was? Ab hier gibt es keine Umkehr mehr. Da habe ich jetzt nicht so die Böcke drauf. Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal speichern, leg mich pennen. Und dann gucken wir uns das letzte Finale von Zombie U an. Das große Finale von Zombie U. Tut mir leid, aber ich bin jetzt nicht in der Laune und in der Verfassung, das Spiel jetzt durchzuspielen im Anschluss. Das ist heute nicht mein Begehr. Ich werde jetzt erstmal schlafen gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir das Finale von Zombie U bestreiten, meine lieben Freunde und Kinderchens. Wir werden nochmal die letzten Aufwertungen nutzen. Und ja, seid mit dabei. Das große Finale steht kurz bevor. Also, haut rein. Ciao.